Leute, und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Endlich sind wir wieder da mit neuen News. Viele von euch haben es schon in-game wahrscheinlich gesehen. Es kommt echt morgen. Es ist doch morgen soweit. Ich hätte darauf wetten sollen. Denn ich habe gesagt, am 31. Kommt Goku Black und Son Gohan, der sich in einen Super Saiyajin verwandeln kann. Mega geil. Was wir aber nicht wussten, dass Extreme Bardock und Extreme Zangia auch kommt. Die gehören zusammen, sind beides Space Pirates. Wer denn Dragon Ball Z Film mit Bojack noch nicht gesehen hat, er könnte ihn auf YouTube, auf Deutsch, kostenlos ansehen. Nein, ich werde es euch nicht verlinken, aber es ist verfügbar. Googelt es einfach in YouTube. Einfach eintippen, Dragon Ball Z, Bojack Film oder wie der heißt. Ganz einfach, ne? Könnt ihr euch in Ruhe angucken. Habe ich auch gemacht. Psst. Auf jeden Fall, Leute. Das sind neue Helden, die kommen. Finde ich mega geil. Haben wir ja schon darüber geredet. Gab es ja in den V-Jump Leaks. Ist ja jetzt nichts Neues für uns, ne? Und ich denke, da werden wir auch ein geiles Opening machen. Denn ich habe ja noch Zeitkristalle rumliegen, ne? Vielleicht auch Livestream morgen Abend. Weiß ich noch nicht. Sage ich euch morgen im Update-Video. Und was noch kommt. Wir sehen ein Shop-Update, vielleicht kommt auch wieder Angebote und die Tauschbörse für Z-Medaillen wird aktualisiert. Was ist denn die Tauschbörse für Z-Medaillen, fragst du dich? Das zeige ich dir ganz kurz. Du kennst ja die Tauschbörse hier im Shop. Ein bisschen laden und dann ganz unten Z-Medaillen. Woher bekommt man die Z-Medaillen? Wenn du einen Helden ziehst, den du schon auf 7 Sterne hast, dann bekommst du dafür Medaillen, die du hier eintauschen kannst. Und dieses Angebot hier, was man eintauschen kann, soll eben geupdatet werden. Also für alle, die es nicht wussten, ne, hier auf dem Kanal bekommt ihr die Infos, die ihr braucht. Ne? Deswegen auch gerne, ich sag's jetzt mal am Anfang des Videos, gerne ein Abo da lassen, werde Teil der Community. Aber ja, schön und gut, Rabbit, das haben wir alle gesehen. Aber wie sehen die Kämpfer im Game aus? Ja, dazu springen wir jetzt rüber auf Twitter. Hier sehen wir auf den offiziellen Twitter-Account von Dragon Ball Legends. Sieht man allein schon an der Followerzahl. Finde es übrigens eine Frechheit, dass die niemanden folgen, ne? Die sollten mir schon folgen, ne? Oh, ich habe was Wichtiges vergessen im Game. Müssen wir gerne mal gucken. Und hier sieht man das Gameplay von den neuen Helden. Ne? Von Bojack nicht. Das verwirrt ein bisschen. Ja, hier ist Bojack, weiß ich. Ist aber nicht das Bojack-Gameplay. Guckt mal hin. Moment. Es ist wichtiger, genau das hier. Zangia! Natürlich werden jetzt hier beide Charaktere gezeigt. Das war Extreme Bojack. Und das hier ist Extreme Zangia. Eine der Weltraumpiraten eben. Die dazugehört zur Bojack-Armee sozusagen. Sieht ganz cool aus. Könnte vielleicht ganz nice sein im Frauenteam. Ne? Weiß ich aber heute noch nicht. Das sehen wir dann morgen im Update-Video. Ob sie überhaupt weibliche Kämpfer bufft. Dann haben wir hier natürlich Goku Black. Der mega gut aussieht. Ne? Und ja, man kann es natürlich sagen, Rabbit, der sieht doch gleich aus wie der Goku Black, den wir jetzt schon haben. Ja, kann man sagen, natürlich. Aber guckt euch mal das dunkle Kameha an. Mega nice. Leute, wenn man nach dem geht, so quasi, yo, wir haben ja schon einen Goku Black. Wir haben ja schon dies und das. Leute, wir haben 12 Son Gokus. Es ist halt so, ne? Es ist auch in Dokkan Battle so. In dem zweiten Hauptspiel sozusagen von Dragon Ball am Handy, da wiederholen sich Charaktere auch, ne? Haben aber andere Fähigkeiten, andere Statuswerte, andere Dazugehörigkeiten, ne? Und ja, er wird wahrscheinlich kein God-Key haben. Warum? Er ist nicht fusioniert mit Zamasu, also wird er und kann er kein God-Key haben. Und ja, was haben wir hier noch? Natürlich unseren. Oh Mann, Leute. Das ist der Held, den ich auch mega feiere. Moment, kann ich zurückspulen? Ja. Bam! Er kann sich im Kampf in den Super Saiyajin verwandeln. Haben wir auch schon vor 2 Wochen, glaube ich, gesagt. Leute, ich bin hier immer früh dran mit den News, ne? Wie gesagt, es lohnt sich hier auf dem Kanal zu verweilen. Und ja, hier sieht man nämlich am Ende was ganz Cooles. Auch die Ultra-Attacke finde ich ziemlich geil. Alles mit einer Hand. Ne? Warum ihr euch fragt, warum er trotzdem 2 Hände hat, das muss sein. Aber man sieht am Ende, jetzt hier ein bisschen. Also ich finde, das sieht so aus. Moment. Ich zeige, was ich meine. Ja, man sieht ein bisschen, wie der linke Arm so runterbaumelt. Ne? Also, sie dürfen ihn nicht mit einem Arm zeigen. Ich verstehe es nicht, okay? Ich verstehe aber,
fast kaum ein Gesetz da draußen, das existiert. Also ich verstehe es schon, ich kenne mich damit aus, aber es ist so unnötig und dumm. Lasst uns bitte nicht darüber reden. Auf jeden Fall, sie dürfen ihn nicht mit einem Arm zeigen. Trotzdem, mega cool, seine Hauptfähigkeit. Sieht richtig cool aus, dass Masenko mit einer Hand, auch wie er den Gegner mit einer Hand zu Boden wirft, finde ich einfach nur cool. Deswegen wird es davon auf jeden Fall ein Opening geben. Ich weiß noch nicht, ob, wie gesagt, entweder auf Twitch ein Livestream morgen Abend, werde ich euch morgen im Update-Video sagen. Wie gesagt, kann sein. Lasst schon mal zur Sicherheit gerne ein Follow da auf Twitch. Und jetzt zeige ich euch noch kurz was Schönes, wie ich finde. Und wir müssen noch kurz unsere Opening machen. Leute, hier. 450 Tage spiele ich Dragon Ball Legends. Darüber muss man mal nachdenken. Ne? 450 Tage. Alter. Alter. Für alle, die es nicht wissen, ne? Ein Jahr hat 365 Tage. Das ist ja echt lange schon, ne? Und man bekommt dafür 100 Zeitkristalle. Wollte ich euch nur mal zeigen, ne? Für alle, die es wissen wollen, Rapidos bekommt bei 450 Tagen 100 Zeitkristalle. Ich würde mir auch mehr wünschen. Wir müssen es noch ganz kurz hier dadurch überspringen. Unsere Ziehungen. Und ja, ich werde beide überspringen. Ich werde das Video heute kurz halten. Ist ja nur ein News-Video. Higgs. Und ich habe ja auch gestern ein Video hochgeladen. Könnt ihr gerne reinschauen. Ich habe auch ein Teamfight Tactics Video wieder hochgeladen. Ich liebe Teamfight Tactics und ich werde es auch weiterspielen. Vegeta! Geht der hoch schon? Oh, der ist schon 7 Sterne. Ich dachte, der ist kurz davor. Mega nice. Mega nice. Gibt uns Z-Medaillen, die eben morgen angepasst werden. Aber Rapid, wann kommt denn jetzt dann das große, fette Update? Wahrscheinlich nächste Woche. Sie haben mir gesagt, zuerst hat sie geheißen, das riesige Dragon Ball Update kommt Ende Juli. Haben sie nicht geschafft. Haben sie ja geschrieben, in-game. Es kommt Anfang August, ne? Ich denke, es wird dann wahrscheinlich nächste Woche kommen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass diese Woche noch ein Update kommt. Kann, aber alles passieren natürlich. Lassen wir uns einfach mal überraschen, ne? Da lassen wir uns einfach mal überraschen. Und ja, ich weiß, meine Energie ist voll. Ich hatte noch keine Zeit, Leute. Auf jeden Fall, das sind die News. Bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare, dass es doch schon morgen kommt. Viele haben auch gedacht, erst nächste Woche werdet ihr auch sammeln. Ich werde auf jeden Fall sammeln. Wie gesagt, entweder Mittwochabend Livestream. Wenn es geht, wenn nicht, dann bekommt ihr trotzdem Donnerstag ein Opening-Video. Mal gucken, wie viel wir rausballern. Kann ich heute noch gar nicht sagen. Das gucken wir uns morgen alles in Ruhe im Update-Video an. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie lange spielst du denn schon? Ist hier jemand da draußen, der auch heute 450 Tage geschafft hat? Würde mich mal interessieren. Würde mich mal interessieren. Leute, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Schau gerne beim Super Dragon Ball Heroes-Video von heute vorbei. Viel Spaß. Haut rein und ciao.